Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marbacher TV. Heute gibt es ein richtig ernstes Thema. 2006 wurde das Behindertengleichstellungsgesetz verabschiedet. Und das bedeutet, dass am 1. Jänner 2016 alle öffentlich zugänglichen Gebäude und Einrichtungen, also Gasthäuser, Geschäfte, Ärzte und alles, barrierefrei zugänglich sein müssen. Das wurde von allen wichtigen Menschen in diesem Land unterschrieben und gesagt, das machen wir, das ist eine tolle Sache. Und außerdem ist noch 10 Jahre hin, bis kriegen wir hin, ist überhaupt kein Thema. Marbacher TV. Ich bin heute in Salzburg, um genau zu sein, bin ich in der Linzer Gasse. Ein wunderschönes kleines Gässchen mit tollen Geschäften und netten kleinen Lokalen. Wie es in Salzburg so ist, alles ist etwas hügelig und die Straße hier hat ein Gefälle. Und jeder, der einen Kinderwagen hat oder einen Rollstuhl, der weiß, wenn eine Straße ein Gefälle hat und die Eingänge aber trotzdem waagrecht sind, ergibt sich da eine ungute Stufe. Auf der einen Seite höher als auf der anderen. Man sieht es hier bei vielen Geschäften. Wie die Straße neu gepflastert wurde, hat das Bauamt gemeint, man kann hier keine barrierefreien Zugänge schaffen. Somit wurde gesagt, wenn das wer möchte, müssen die Geschäfte das selbst in die Hand nehmen. Einige Geschäfte, wie man sieht hier, haben es getan. Die Apotheke zum Beispiel. Andere haben es nicht gemacht. Diese Straße wurde letztes Jahr neu gepflastert, das heißt 2013. So, 2016 muss jeder öffentlich zugängliche Raum laut Behindertengleichstellungsgesetz zugänglich sein. Jetzt wurde hier massiv eine Chance vertan, nämlich dass die Stadt, die sowieso renovieren wollte, mit den Geschäften nochmal in Kontakt tritt und ihnen klar macht, dass in 3 Jahren sie auch barrierefrei zugänglich sein müssen, laut Gesetz. Und somit könnte man ja Geld und Ressourcen sparen, wenn man das in einem Aufwasch machen würde. Ist aber nicht geschehen. Ich bin gespannt, wie es 2016 am 1. Jänner überhaupt ausschauen wird. Wenn die Wirtschaft dann völlig barrierefrei zugänglich ist für uns alle. Also ich sage euch, ich lade euch alle ein, schnappt euch Kinderwagen, Rollstühle und wir gehen dann fett shoppen am 1. Jänner, am 2. Jänner 2016. Und in alle Geschäfte, weil die sind alle barrierefrei. Wir werden uns in jeder Bar und in jedem Restaurant voll fressen und ansaufen, weil sie sind alle barrierefrei. Also wir sehen uns am 2. Jänner 2016 in einer barrierefreien Welt. Bis dahin, schön auf die Stufen aufpassen.